Herzlich willkommen zu meinem Apfelbanne-Strick-Podcast. Ich merke gerade, ich habe schon wieder so ein Leckauge hier. Oh. Immer dieses Auge, immer wenn ich geschminkt bin. Ne? Ist immer das Gleiche. So. Geht wieder gut los. So, hallo. Ich freue mich, dass ich heute wieder Zeit zum Aufnehmen finde. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß an dem Video haben werdet. Ich bin Inga. Ich werde 42. Oh, jedes Mal überlege ich, wie alt ich bin. Ne? Oh, 82 geboren. So. Also ich bin alt. Nein, nicht alt, normal alt. Ach, wie sagt man? Egal. Also im besten Alter. So, genau. Ich bin gerade in Elternzeit noch und ja, lebe mich derzeit im Strickdesign ein bisschen aus und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und genau, ich lebe mit meiner Familie in Schleswig-Holstein, in Lübeck und ich liebe den Norden. Genau, und die letzte Folge habe ich euch im Urlaub aufgenommen. Wir haben eine ziemlich anstrengende Zeit hinter uns. Ich hoffe, die Geräusche stören euch nicht. Ich habe das Fenster ganz auf, das wird sonst zu warm hier. Genau, wir haben ja so eine lange Krankheitsphase hinter uns und dann waren noch Ferien. Und irgendwie haben wir hier alle aufeinander gehockt und das war alles nicht so. War sehr anstrengend, sagen wir es mal so. Jetzt sind alle wieder, ich hoffe, jetzt kommt der Alltag wieder. Ich komme hier auch ein bisschen voran, hoffe ich. Und genau, der Mann ist wieder arbeiten, die Kinder sind in der Schule, Kita und bei der Tagesmutter. Und toi, 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 alle gesund, ich hoffe, das bleibt so. Und genau, ich kann jetzt hier auch in meinem Alltag so ein bisschen langsam wieder reinkommen und ich habe unheimlich viel nachzuholen. Also 7 Wochen Stillstand gehabt. Ja, ich hoffe, ich komme hier so ein bisschen voran und kann euch heute aber trotzdem, stricken ging trotzdem. Also Kopfarbeit war schwierig, aber stricken ging trotzdem ganz viel. Ich habe euch das letzte Mal auch schon ganz viel gezeigt und heute zeige ich euch, was ich dann ansonsten noch in der Zeit dazwischen geschafft habe und was ich inzwischen fertig geschafft habe. Genau, so. Was ich heute trage, das ist einmal die Annie Blues for Women, Annie Blues Basic for Women. Das war der erste Prototyp, den ich damals gestrickt habe. Die ist ein bisschen oversizig. Das Design an sich ist jetzt ein bisschen körperbetonter, aber man kann sich das natürlich trotzdem oversizig stricken. Hier habe ich so halblange Ärmel gestrickt. In der Anleitung ist es ein Pullover oder Kurzarm, aber man kann natürlich auch bis hier verlängern. Ne? Das kann man machen, wie man möchte. Ich habe jetzt hier einen sehr legeren Ausschnitt, ne? Ohne Bündchen, also einfach nur glatt rechts gestrickt. Hier durch Zunahmen halt dann Raglanlinie und hier ist das Muster. Hier habe ich auch noch 4 Muster rein. In der Anleitung sind es nur 3. Aber auch das kann man natürlich variieren, wie man möchte. Das war wie gesagt so der erste Prototyp. So, wie gesagt, auch hinten sehr weiter Ausschnitt, aber ich mag das jetzt gerade im Wetter, wenn das so warm ist im Frühjahr oder auch im Sommer. Ich trage das Teil total gerne. Das habe ich gestrickt aus der Bio Balance von BC Garn. Das ist die Farbe, ich glaube, taub. Ich dachte das letzte Mal, die gibt es nicht mehr, aber die gibt es doch noch. Aber die hat so einen leichten lila Touch. Habe ich hier die Farbkarte sogar noch liegen, weil ich habe nämlich hier meine Farbkarten von einigen Qualitäten hier liegen. RIP, weil für die nächsten Designs. Bin ich hier gerade auch wieder am Swatchen und ich glaube, da hatte ich die Bio-Balance hier auch bei. Da. Die Farbe 10. Doch, die Farbe 10 ist das. Ja. Da sieht man das ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, das sind so die ganzen Farben, die es halt gibt. Die gleichen Farben gibt es auch für die Big Bio Balance. Und hier, die ist das. Ne? So. Und die wirkt jetzt sehr braun. Das ist halt taub, heißt sie auch. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin hier so am Rumrödeln. Das stresst vielleicht ein bisschen, ne? Bis man so die richtige Sitzposition hat. Das ging früher auch einfacher, ne? Egal. Ich habe Bügel vergessen. Na, mache ich gleich. Irritiert mich gerade schon wieder.
Genau. Und da dachte ich erst, die gibt es nicht mehr, die Farbe, doch, das ist die. Und die hat halt, ich finde, so einen ganz leichten lila Ton, also minimal, aber das finde ich total schön. Und die trägt sich halt auch schön, ne? Das ist halt eine Baumwoll-Wollmischung, dadurch ist es so ein bisschen meliert auch. Und ja, ich mag ja diesen legeren Look, ihr wisst es ja, ne? Immer meine Tanktops und dann am besten weiter Ausschnitt und dann sowas drüber, das ist für mich perfekt. So, genau, das ist das, was ich trage. Ich habe übrigens eine neue Freudetasse. Ich habe auch noch eine gekauft. Im Moment habe ich so einen Tassentick. Als wir auf Karls Erdbeerhof waren, habe ich mir auch noch eine gekauft. Zeige ich euch dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Die ist auch so schön. Ich sortiere dafür jetzt gerade immer so andere Tassen aus. Wir hatten ja früher immer so viele gleich aussehende. Und ich mag das halt viel lieber, wenn das so alles so ein bisschen durcheinander ist. Das hat sich irgendwann entwickelt, weil ich jedes Mal, wenn ich so bei Rossmann bin oder wenn ich irgendwo bin, die haben ja zwischendurch auch so handgefertigte Tassen bei Rossmann. Da habe ich mir eine Zeit lang welche gekauft, die finde ich inzwischen aber nicht mehr so schön. Ich mag inzwischen, weil das so Becher sind, und inzwischen mag ich lieber so diese kleinen. Und die gibt es halt bei Systrene Grene immer. Ne? Auch immer wenn es da neue Tassen gibt, muss ich mich zurückhalten. Die ist auch von Systrene Grene. Gab es auch in Blau, glaube ich. Aber auch, wenn ich irgendwo anders hingehe und dann schöne Tassen, dann springt mich das immer leider an, muss ich das mitnehmen. Aber dafür sortiere ich andere Tassen aus, da freuen sich dann andere drüber. Und ich habe dann jeden Tag, gucke ich halt, auf was für eine Tasse habe ich gerade Lust. Und dann nehme ich die und dann freue ich mich. So. Gut, wir starten mit den fertigen Sachen. Da habe ich euch, genau, die Lisande Socks, die sind ja vor 2 Wochen online gegangen. Da habe ich euch die vom Zieglein noch gar nicht gezeigt. Das sind diese hier. Sind auch zwei. Und. Genau, da muss ich nochmal zu sagen, da habe ich jetzt gerade eine Anfrage gekriegt von einer Kundin. Sie war so ein bisschen irritiert, weil es halt eine Einheitsgröße ist und mit einer, also für alle Größen mit einer Maschenzahl angeschlagen werden. Es mag am Anfang irritieren, aber man kann eben ganz viel mit der Nadelstärke spielen. Ich habe da in der Anleitung auch drinne stehen, immer so die Umfänge und dann, welche Maschenprobe das sein muss für diesen Umfang. Und da muss man halt einfach ja, in dem Moment. Erfahrene Sockenstricker wissen, auf wie viele Maschen sie kommen und wie sie das vom Gefühl her rauf und runter machen mit der Nadelstärke. Wer noch nicht so viel Socken gestrickt hat oder insgesamt so viel gestrickt hat, der macht dann halt einfach Maschenproben und guckt halt, dass er auf die Maschenprobe kommt und dann haut das hin. Denn es wird ja mit 64 Maschen immer angeschlagen, weil sonst wäre das mit dem Muster hier nicht hingekommen. Und es macht es auch elastisch, weil hinten ist erstmal eben auch dieses Rippmuster. Ne? Das passt sich dem Fuß unglaublich gut an. Und das hier ist zum Beispiel Größe 33. Die habe ich in der Anleitung nicht mal drin, die Größe 33. Aber wer eine Sockentabelle hat oder sich die im Internet raussucht, der weiß, wie lang der Fuß dann sein muss bei einer Größe 33 oder 32. Und ich habe das gestrickt mit Nadelstärke 2. Empfohlen in der Anleitung habe ich ja 2,5 bis 3 oder 2 bis 3, ich weiß es nicht. Aber ich stricke die meisten mit 3. Da werden die Maschen natürlich viel größer und die Socken viel größer. Also von daher, ne, das für eine Kindersocke. Kann ich euch mal ein Tragebild auch einblenden? Sitzt auch ganz wunderbar bei ihr am Fuß. Ein bisschen groß sind sie noch, aber sie hat ist eigentlich auch erst so bei Fußgröße 32, also sie trägt Schuhgröße 34, würde ich sagen. Aber das ist ja nicht die Fußgröße, ne? Also die Schuhgröße, dann sind die Socken ja viel zu groß. Man muss ja immer den Fuß dann wirklich messen. Der soll ja in den Schuh noch reinpassen. So, mit Socken am besten natürlich. Und deswegen ist das natürlich immer ein bisschen kleiner. So, aber die habe ich, also die habe ich gestrickt aus der Regia Premium Yak. Die Farbe weiß ich nicht mehr. Das war ein Rest. Deswegen, der hat auch nicht hundertprozentig gereicht. Und ich hatte für die Spitze, man sieht es hier vielleicht, da musste ich das Garn wechseln. Da habe ich aber einen Farbton gehabt, der wirklich fast identisch war. Das sieht man wirklich nur ganz bedingt, ne? Dass ich da eine andere Farbe dann genommen habe. Genau. Und ist halt nur an der Spitze. Das, ja, sie trägt die eh überwiegend nur hier zu Hause. So, und dann habe ich nochmal die Lisande Socks aus der Wolle von Heike Mondlich Garne. Da hatte ich ja einen Socken schon angefangen, ne? Aus diesem Garn hier. Und habe ich den zweiten jetzt auch fertig. Schwupp. Was ich nur nochmal gezeigt habe. Ne? Hinten wieder das Bündchen. Die sind halt auch ein bisschen größer. Das ist nämlich auch eine Sechsfachwolle. Also das habe ich beim Stricken dann auch, die habe ich auch mit Nadelstärke 3 gestrickt. Dadurch können sie vom Umfang selbst dem Mann passen, denke ich. Also die kriegt man schön weit auseinander. Und wie gesagt, das Bündchenmuster hinten ist sowieso. Und ich habe eigentlich Größe, also Fußgröße 40, Schuhgröße 41, 42, Fußgröße bin ich bei 39, 40 dann. Und die passen, sind halt locker am Fuß. Ne? Ich mag das ja nicht, wenn das, also es darf nicht zu locker und auch nicht zu eng sein. Ich brauche halt wirklich da so ein Zwischending auch. Und ja, aber die sind halt auch fertig.
Dann hier das schöne Muster nochmal. Die sind ein bisschen meliert da. Trotzdem finde ich, kommt das Muster super gut raus. Und das war die Farbe. Gute Frage. Habe ich die hier schon eingetragen. Mein Buch hier wird übrigens auch immer dicker. Ne? Ist fast voll. Aber ich glaube, die habe ich hier noch gar nicht drin. Ne? Und da? Nee. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht eingetragen. Das muss ich noch machen. Dachte ich, hätte ich schon. Ich muss auch irgendwo. Dann habe ich die noch in der Projekttasche. Das Label. Ja, muss ich nochmal gucken. Aber die sind halt auch super schön. Habe ich bei ihr ja auf dem Sommerfest gekauft. Das war eigentlich ein Tuchset. Aber ich wollte sofort für die Socken anschlagen, weil ich die so schön fand. So, das ist fertig. Dann haben wir fertig. Die habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht fertig gezeigt. Ne? Das ist einmal die Annie Blues Kids Decay. Die Tunika-Variante fürs Äffchen. Hinten mit Tropfenausschnitt. Auch hier die Zunahmen, genau wie hier, weil das ist ja die Erwachsene-Version. Die gibt es allerdings nur als Sweater. Wobei ich jetzt schon ganz oft die Anfrage bekommen habe, ob es diese Version mit Rockteil nicht auch mal für Damen geben würde. Und ich denke immer, ich selber würde es halt nicht tragen. Deswegen fällt mir das so ein bisschen schwer, das zu machen. Man kann sich das aber ganz einfach selber machen, indem man wirklich hier die Maschen, die man hat, einfach verdoppelt. Ne? Und dann das Muster unten anpasst. Dann hat man halt auch das. Vielleicht mache ich es nochmal. Mal gucken. Genau, das ist gestrickt aus der Knitting for Olive Merino und Soft Silk Mohair. Das ist die kuschelige Variante. Und genau, habe ich fürs Äffchen gestrickt. Die Ärmel sind hier noch ein bisschen eng, aber das Äffchen findet es toll, deswegen habe ich es so gelassen. Die werden jetzt ein bisschen weiter natürlich. Da blende ich euch auch nochmal ein Tragebild ein. Aber die habt ihr noch nicht fertig gesehen, glaube ich. Die habt ihr, glaube ich, nur... Also auf Instagram habe ich sie schon fertig gezeigt, aber ich glaube, ansonsten habt ihr die nur... auf den Nadeln gesehen. Und die Anleitung habe ich euch ja schon erzählt, die wird ja recht umfangreich. Also der Teststrickaufruf kommt noch, weil ich, wie gesagt, bin hier noch nicht so vorangekommen. Ich muss halt noch den Verbrauch für die verschiedenen Varianten ausrechnen. Ich muss die Anleitung noch mal ein bisschen optimieren, weil es wird wahrscheinlich eine ganze Seite mit Garnalternativen und eben Verbrauch für die Varianten geben, denn es wird einfach, es wird die Tunika-Variante geben, die Kleid-Variante, eine Sweater, also Sweater-Longsleeve-Variante und eine Tee-Variante. Und es wird eben die Möglichkeit geben, das zeige ich euch gleich, diesen Tropfenausschnitt auch vorne zu stricken, damit es vielleicht auch ein bisschen jungstauglicher wird. Das hier ist jetzt zum Beispiel einmal die Kleid-Version. Die habe ich gerade bei Instagram gezeigt, die fandet ihr ganz gut. Da war ich ganz überrascht, weil ich gedacht habe, meine Güte, da muss man ja so viel stricken. Also das, ne, alleine dieser Rockteil, das haut schon ganz schön rein. Ne? Und das ist jetzt eine Größe, also... Die Ziege ist 140 cm groß, also da habe ich ordentlich gestrickt, aber das ging, weil es ist halt einfach eine Maschenprobe von 20. Ne? Genau, das ist die Kurzarmvariante, hier die Zunahmen wieder, hinten der Tropfenausschnitt und dann eben der Rockteil. Und das habe ich gestrickt aus der Cecilia von Zwarta Foret, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Achso, die Knitting for Olive wurde mir auch von Knitting for Olive zur Verfügung gestellt und das ist hier von Edna. Auch hier blende ich euch nochmal Tragebilder ein. Und eigentlich wollte ich gar keine Kleidversion mit reinnehmen. Und dann habe ich aber die Ziege gefragt, ist du mich zur Tunika, die Tunika-Version oder die Pullover-Version, T-Shirt-Version? Sie so, nee, ich will ein Kleid. Ich so, okay. Und sie fand es total toll. Und von daher habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich es auch eh gestrickt, jetzt kommst du dann halt auch in die Anleitung mit rein. Und auch das Kleid kann man natürlich aus der Kuschelvariante, Knitting for Olive zum Beispiel, stricken. Ne? Und dann mit langen Ärmeln für den Winter. Das geht natürlich auch. Das kann man machen, wie man möchte. Die Tunika kann man auch mit kurzen Armen stricken, also da und kann man halt auch aus der Sommer, ne, aus der Sommervariante stricken dann. Wichtig ist, dass die Maschenprobe passt. Aber wie gesagt, ich teste selber gerade diverse Qualitäten aus, damit ihr eben auch verschiedene Qualität, also Möglichkeiten habt in der Anleitung, wo ihr sagen könnt, gut, das Garn passt zu mir oder das eher nicht. Das ist mir zu teuer, das ist günstiger. Also ich habe günstige Garnvarianten drin, ich habe teurere Garnvarianten drin, Kuschelvarianten, Sommervarianten. Deswegen wird es auch eine Seite, wahrscheinlich eine DIN A4-Seite, komplett nur mit Verbrauch und mit Garnalternativen geben. Aber ich glaube, dass das für Anfänger auch hilfreich ist. Also erfahrene Stricker, die werden sowieso wissen, woraus sie sowas stricken. Aber ein Anfänger, denke ich, aber ich kriege auch ganz oft einfach Anfragen, welche Garnalternative kann ich nehmen? Kann ich das und das Garn verwenden? Und das fällt mir natürlich immer unheimlich schwer, gerade wenn es Garne sind, die ich selber nicht kenne. Deswegen teste ich selber immer gerne mehrere diverse Garne aus, gucke, funktioniert es, sieht es so aus, wie ich das haben möchte und biete das eben in der Anleitung an, damit man direkt gucken kann, okay, das Garn ist jetzt in meiner Preisklasse, das würde ich ausgeben dafür, weil ich brauche so und so viel, das muss man ja auch immer hochrechnen und
Die haben tolle Farben und die Zusammensetzung gefällt mir. Und dann kann man halt gucken, wie viel brauche ich davon und das dann direkt nehmen. Also in dieser Anleitung werde ich jetzt 1, 2, 3, wahrscheinlich 4 Garnalternativen drin haben. Glaube ich. Ja, ich glaube 4. Und das sind drei Sommergarne, die aber auch gut im Winter oder Frühjahr gehen und eben dann die Kuschelvariante. Genau. Aber da kommen vielleicht irgendwann noch mal welche dazu. Ich werde ja vielleicht irgendwann noch mehr stricken, mal gucken. Aber jetzt für den Teststrick muss das so erstmal reichen. So, dann waren das die fertigen Projekte, sag ich mal. Und dann zeige ich euch jetzt noch mal, was ich auf den Nadeln habe. Und genau. Die Annie Blues Kids, das wird ja wie gesagt so eine kleine Kollektion. Und den Teststrick, ich wollte jetzt den Aufbruch schon am Wochenende machen, ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, weil ich möchte diesen hier nämlich erstmal fertig kriegen. Das wird praktisch die Longsleeve-Variante. Na? Hier habe ich das jetzt so gemacht, dass der Tropfenausschnitt vorne ist, aber da werde ich keinen Knopf dran machen. Das wird dann halt einfach so offen bleiben, so als Schlitz. Na, das wird so die Langarm-Variante. Und dann unten ganz normal ohne Rockteil, einfach gerade runter gestrickt mit Bündchen. Und dann habe ich eben die verkürzten Reihen hier ganz normal hinten gestrickt. Oben, na? Also die sind ja normalerweise sind die verkürzten Reihen ja unter dem Tropfenausschnitt, weil der Tropfenausschnitt ist ja sonst am Rückenteil. Und hier habe ich das halt umgedreht, ne? Dass jetzt der Tropfenausschnitt, dass das Vorderteil halt geteilt wird, die Maschen vom Vorderteil und hinten, die vom Rückteil zusammengefügt werden, weil hinten ist er halt zusammen. Ne? Aber das erkläre ich in der Anleitung. Das muss ich halt noch schreiben, das habe ich noch nicht geschrieben. Ich habe aber geplant, das so mit reinzunehmen. So. Und das wird jetzt das Longsleeve auch fürs Zieglein. Das ist eine unheimlich weiche Wolle. Die finde ich total schön. Da fehlt jetzt, wie gesagt, noch ein Ärmel. Und dann werde ich anfangen, den Verbrauch zu berechnen, weil ich die Variante jetzt, ich möchte das halt zusammen berechnen. Ne? Weil wenn man einmal angefangen hat, will man auch alles einmal fertig machen. Das ist nämlich von Langjans die Venus. Die wurde mir zur Verfügung gestellt und die habe ich das erste Mal von Langjans gezeigt bekommen auf der H+H in Köln. Und da fand ich die schon sehr cool. Das ist nämlich eine Mischung aus 50% Schurwolle und 50% Baumwolle. Das sind 170 Meter auf 50 Gramm. Nadelstärke ist empfohlen 4 bis 4,5. Ich stricke das auf 4,5er Nadeln. Und hier ist jetzt angegeben, das sind so 21 Maschen, die dabei rauskommen. Ich komme eben auf die 20 Maschen. Ich stricke das auf den Olivenholznadeln von Adi. Das sind ja zusammen mit den Classic Lace meine Lieblingsnadeln von Adi. Und genau, und die ist so weich. Also wirklich, wenn da noch mal ein Kind rumheult und sagt, das kratzt alles, das kitzelt, das kratzt, das glaube ich nicht. Also weil die ist wirklich butterweich. Das ist halt auch so Kettgarn. Ich weiß nicht, kann man das habe ich euch schon mal versucht zu zeigen. Ne? Kann man das gut sehen? Das ist halt so, na, wirklich, das ist so anders verzwirnt. Das ist so verkettet, sag ich mal. Gibt trotzdem, ich denke mal, das Maschenbild wird sich natürlich nochmal schön legen nachher, ne? Wenn das gebadet ist. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das nachher beim Zieglein aussehen wird. Und vor allen Dingen habe ich hier eine Farbe gewählt, das kann dann danach auch das Äffchen tragen und dann auch der Wikinger. Weil hier ist zwar auch ein Lace-Muster drin, aber. Ich denke, so in der Form Longsleeve und dann vorne so diesen Schlitz und auch mit dem Muster hier für kleine Jungs geht auch das. Und das werde ich auch für ihn nochmal ausprobieren. Ich habe nämlich von Yerbo noch ein Sommermischgarn für ihn liegen. Daraus werde ich ihm dann auch nochmal Longsleeve stricken, denke ich, dass ich eben auch eine Jungsvariante dann in der Anleitung habe. Genau. So, dann haben wir das auch schon fertig. Also heute wird es eine recht kurze Folge, denn ich bin erst bei 20 Minuten, aber ich bin richtig gut. So, dann habe ich ein bisschen hier in meiner Petit Knit Tasche, bin ich hier gerade ein bisschen am Rumspielen. Denn ich wollte schon immer gerne einen Shawl entwerfen. Ich fand das immer so geil, so bei Isabel Cremer mit ihren dicken Shawls und auch bei Andrea Mori und Melanie Berg und die haben halt so. Und auch Rina Lehmann, die machen halt so richtig geile, große Tücher. Und ich fand das immer so toll. Ne? Und ich habe mir gedacht, oh, ich will auch so ein Ding haben. Ne? Ich habe auch einige Anleitungen da und habe dann immer überlegt, stricke ich das? Aber dann habe ich überlegt, ich habe immer irgendwie nicht so die Zeit. Ne? Es sei denn, ich mache einen Teststrick mit, dann muss ich es machen, weil ich so sage, okay, das will ich jetzt unbedingt haben. Aber dann muss ich auch den Teststrick machen, weil sonst habe ich die Anleitung liegen und dann schiebe ich das und schiebe ich das und weiß nicht. So, habe ich euch ja schon mal erzählt. Und ich wollte aber schon immer gerne selber so einen Shawl entwerfen. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade im Sommer auch wieder gemerkt,
Das ist halt, dann war es halt echt warm, zu warm, um irgendwie eine Strickjacke oder so anzuziehen oder einen Pullover oder einen Rollkragen. Trotzdem habe ich hinten im Nacken immer voll den Zug gekriegt und habe gedacht, oh, jetzt würde ich mir gern so einfach was überwerfen, ohne dass ich so die Arme bedeckt habe. Da wär natürlich eine Weste auch cool, will ich auch irgendwann nochmal machen. Aber so ein Tuch habe ich mir öfter gewünscht diesen Sommer. Und weil das halt oft auch einfach so ein durchwachsenes Wetter war und gerade als wir auch bei uns am See waren, ist es dann halt auch, obwohl es warm ist, einfach oft windig, ne? Und dann kriegt man selbst bei 28 Grad einfach, wenn es so windig ist, einfach oft Zug im Nacken und dann ist so ein Tuch cool. So. Oder ein Shawl halt einfach, ne? So. Und ich habe jetzt gerade so das Lisandemuster, liebe ich ja gerade sehr einfach und habe halt überlegt, okay, ich versuche mal was. Ich habe dann angefangen. Allerdings ist das Garn nicht unbedingt die richtige Wahl jetzt, weil das ist ein Sportsweight und ich denke, da wäre, es sei ein Sportsweight würde gehen, aber das ist halt so Sockengarnqualität. Und ich denke, da wäre das was Feineres, einfach cooler. So eine Silkmischung, also eine Seidenmischung oder Kaschmirmischung oder vielleicht auch Yak oder so irgendwie was weich oder Alpaka-Mischung, irgendwas Weicheres. Und auf jeden Fall finde die Idee an sich gefällt mir schon super gut. Also das wird halt so gestrickt, jetzt geht der Akku gleich alle, dass es hier an der Ecke an der Spitze anfängt, dann ist hier halt so das Rippmuster, das man so kennt halt, ne, was ich da so. Und dann kommt halt hier das Lisandemuster und ich habe im Nachhinein überlegt, ich hätte das Garn umgekehrt machen sollen, also das hier fürs Muster und das hier für die Spitze, aber gut. Sieht man hier jetzt nicht wirklich, ist aber egal, denn es wird jetzt hier halt schon ordentlich breit, ne? Denn ich habe von diesem Garn eh nur noch so viel. Also da komme ich eh nicht mehr so wirklich weit. Und ich werde dann direkt einfach mit dieser Farbe weitermachen. Und da kommt das Muster dann wieder cooler raus. Ja, weil das passt hier ganz gut zu. Ja, da ist ja auch so dieses Beige drin. Das ist allerdings ein Fingering, das ist Sportswear, aber ich denke, das wird nicht viel ausmachen. Und dann werde ich noch ein ganzes Stück mit Muster weiter stricken und dann oben vielleicht wieder mit einem kleinen Teil Rippmuster enden. Und dann bin ich gespannt, wie es aussehen wird. Weil das soll eine Mischung werden aus ein bisschen edel und ein bisschen cool und leger. Und vor allen Dingen soll das ja auch so liegen, dass dann praktisch vielleicht, muss ich mal gucken, das so ein bisschen rausloopt. Aber eigentlich soll ja nachher so diese dicke Spitze vorne liegen. Also ich muss mal gucken, wie man das denn wickelt. Ich habe ja noch nie einen Shawl gehabt. Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal weiter stricken. Ich stricke das auf meinen anderen Lieblingsnadeln von Adi. Ne? Das sind so die Adi Lace, die haben halt auch so eine schöne Spitze, die haben das rote Seil. Die mag ich super gerne. Ich stricke halt überwiegend mit den festen Rundstricknadeln. Ich mag die Klicksysteme und die Schraubsysteme nicht so gerne. Das einzige Schraubsystem, womit ich gut zurechtkomme, ist von Zenith. Das mag ich sehr gerne, weil es halt recht unkompliziert ist. Man braucht keine Hilfe zum Festmachen. Man dreht die einfach und die gehen halt auch wirklich nicht wieder auf. Und genau. Aber bei Adi mag ich halt, ich liebe die Trios, ich liebe die festen Rundstricknadeln. Ich mag auch das Klicksystem, aber ich mag die runden, ich mag die einfach lieber. Ich bin auch nicht so der Mensch, der ein Projekt anschlägt und wenn ich halt vom Bündchen dann eine kleinere Nadelstärke anfange und dann auf die größere wechseln muss, ich bin nicht der Typ, der dann halt schraubt oder klickt und dann die anderen Nadeln dran macht, sondern ich wechsle die komplette Nadel und ich lasse halt die komplette Nadel auch immer im Projekt drinne. Deswegen brauche ich auch immer so viele Nadeln, weil ich habe immer so viele Projekte auf den Nadeln und dann fehlt mir immer die passende Nadelstärke. So ist es, ne? Aber gut, da ist jeder anders. Viele kommen, die Grundidee mit diesem Klick- und Schraubsystem sind super, weil für viele Menschen ist das gut, für mich nicht, weil ich mag einfach feste Rundstricknadeln lieber. Es ist, nimmt mehr Platz weg, man hat mehr Nadeln rumfliegen, aber ich komme da aus meiner Haut nicht raus, das ist so. So, dann sind wir jetzt soweit auch durch. Ich habe noch Bücher zum Rezensieren, die zeige ich euch beim nächsten Mal, weil jetzt ist der Akku gleich alle. Und das war auch recht spontan, dass ich heute aufnehme. Deswegen kommen wir gleich auch schon wieder zum Ende. Und beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder ein Buch, das ich euch zeigen werde. Ich habe nämlich zwei Stück bekommen. Kann ich euch zumindest schon mal reinhalten. Einmal ein Nähbuch und einmal, das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen, muss ich aber nochmal ordentlich durchblättern, vom Stiebner Verlag und vom EMF Verlag einmal dieses hier. Und da sind auch richtig coole Sachen drin. Das muss ich aber beide nochmal ordentlich durchblättern, aber ich bin noch nicht so richtig zu Hause angekommen. Deswegen werdet ihr das erst in den nächsten Podcasts sehen. Was ich aber euch nochmal zeigen möchte, ich habe euch doch beim letzten Mal gesagt, hier mein Lieblingswollaboller. Ich habe mir den zerkratzt mit den Nadeln, weil ich die oben immer in das Knäuel reingesteckt habe. Und da habe ich ganz tolle Tipps bekommen, weil ihr mir gesagt habt, okay, einfach eine Walnuss nehmen. Und dann das mit dem Fett drüber reiben und dann geht das zu. Das muss ich noch machen. Ich habe es noch nicht probiert. Aber mich hat
unerwartet ein total liebes Paket von Herrn Kersting erreicht, von der Drechslerei, mit einem neuen Wollabroller. Ja, hat er mir geschickt. Er hat den Podcast wohl gesehen und hat gesehen, dass ich mir das leider ein bisschen zerschreddert habe und hat mir einen neuen geschickt. Da habe ich mich total gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal. Und auch weiterhin möchte ich natürlich diese Qualität einfach empfehlen. Ich werde den anderen trotzdem weiter nutzen. Ich habe überlegt, ich werde mir vielleicht, weil ich mag auch nicht immer das Knoll runternehmen, ich glaube, ich werde mir mal so eine Filz-Ding ausschneiden und das drauf machen und dann erst die Wolle drauf machen, weil dann bleibt das geschützt. Dann geht das nicht so kaputt. Mal sehen. Wenn es doof aussieht, ist natürlich auch doof. Aber naja, mal schauen. Die Idee ist da. Genau, also ihr bekommt bei Herrn Kersting halt, ich verlinke euch das auch unten wieder in der Infobox, da bekommt ihr die Einzelabroller, ne, in verschiedenen Holzqualitäten und Doppelabroller hat er auch. Er hat auch noch ganz viele andere Sachen wie Garderoben, irgendwie, ja, so ganz viele andere Sachen noch. Also da müsst ihr mal gucken. Ne, aber so überwiegend halt für uns interessant sind ja so diese Vollabroller und die kann ich wirklich sehr empfehlen, weil in Deutschland hergestellt, das wird nicht durch verschiedene Länder geschifft, es ist gutes Material, es ist eben direkt aus einer Drechslerei und nicht aus einer Großindustrie, sag ich mal. Und von daher denke ich, hat man da auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt, das einen beim Stricken unterstützt. So, das war es dann halt auch von mir heute. Ich werde jetzt heute versuchen, noch mal ein bisschen voranzukommen. Ich will das Longsleeve unbedingt noch fertig kriegen. Und damit ich da Fotos machen kann, dann und den Verbrauch ausrechnen kann, damit ich die Anleitung für euch weiterschreiben kann und fertig machen kann. Und dann eben nächste Woche hoffentlich den Aufruf machen kann, damit wir damit mal starten können. Ich habe vergessen, euch was zu zeigen. Ganz wichtig. Oh Mensch, ein fertiges Projekt. Habe ich hier hinten schon stehen. Ich denke, ich habe ja alles gezeigt, habe ich gar nicht. Guck mal hier, was ich fertig habe. Ganz wichtig. Ah, ein Stück weiter nach hinten. Oho. Was ist das? Das ist hier der Lisandeswetter und auf der Rückseite hat er auch das Muster. Cool, ne? Ja. Habe ich gedacht, ach so, und was ich natürlich richtig cool finde, Ärmel sind glatt rechts. Ich habe hier unterm Ärmel. Und das Bündchen ist, doch wieder ein Stück weiter hinten, ne? Ist so geteilt. So, und das finde ich halt sehr cool, weil das geht halt direkt in das Bündchen über. Ich nehme den mal runter. Boah, jetzt habe ich den vergessen, das Allerwichtigste hier. Auf den habe ich mich so gefreut. Und dadurch, dass der jetzt hier drin stand, habe ich ganz vergessen, euch den richtig zu zeigen. Ja, genau. Aber der ist allerdings so cropped, ne? Und die Ärmel werden gerade runtergestrickt, dass sie unten so ein bisschen ballonig sind. Sieht man das hier? Ja. Da habe ich dann nämlich nur hier so die Zunahmen gemacht, die Abnahmen. Also die ganze Zeit gerade runterstricken und dann mache ich hier so die Abnahmen rein. Das Bündchen ist ein bisschen länger. Genau, und das ist die Crop-Variante. Da kann ich euch auch schon, das ist natürlich chaotisch diese Folge, ne? Kann ich euch auch schon ein Tragebild einblenden. Die habe ich schon gemacht. Und den habe ich jetzt gestrickt aus der Ulrika Natur von Svarte Voret. Die habe ich mir mal gekauft, als ich einen richtig guten Couponcode hatte. Wobei das Garn auch so nicht teuer ist. Also die kann man auch so sehr gut kaufen. Es ist allerdings ein sehr robustes Garn. Die ist nicht weich. Also sie ist nicht super kratzig, aber sie ist auch nicht weich. Also das ist halt wirklich eine richtig schön skandinavische Wolle, die man, ja, für empfindliche Haut ist es nichts. Aber mir macht das halt nichts. Ich trage das halt trotzdem immer drüber, ne? Genau. Und die Anleitung muss ich noch schreiben. Habe ich noch nicht geschrieben. Es wird verschiedene Garnvarianten wiedergeben und es wird verschiedene Varianten geben, das zu stricken. Ich habe jetzt hier ja den Rundhals gestrickt mit Bündchen und dann die Crop-Version. Es wird natürlich auch eine längere Version geben. Dann wird es die Möglichkeit geben, auch einen Rollkragen zu stricken. Dann die Möglichkeit, vorne und hinten das Muster oder nur vorne oder nur hinten. Genau, also da wird es vielleicht, oder Fukuhila werde ich auch noch mit reinnehmen, dass man halt hinten ein bisschen länger strickt, vorne ein bisschen kürzer. Auch das wird wieder eine Puzzleanleitung mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und ja, da hoffe ich, dass ihr da auch Bock drauf habt. Also ich freue mich da schon richtig auf das Projekt. Ich werde jetzt, wenn ich mit der Annie Blues soweit durch bin mit der Anleitung und das in den Teststrick geht, dann werde ich mich um den Lisandeswetter kümmern, dass ich da schon mal den nächsten Prototyp anschlage und dass ich da die Anleitung auch schreibe und die Größen gradiere, damit das eben, das wird auch dann parallel zum Teststrick von der Annie Blues laufen. Na, also ich habe mir das, habe ich jetzt, ich hab mir das aufgeschrieben. Also genau, mit der Annie Blues wollte ich nächste Woche eigentlich den Aufruf machen, übernächste Woche starten. Und mit der Lisandeswetter möchte ich aber auch
Im Oktober, genau. Im Oktober möchte ich damit starten. So. Da wird dann auch entsprechend wieder ein Aufruf dann, denke ich, werde ich da machen. Es sei denn, ich bekomme in meinem Techniker-Pool genug zusammen. Aber sonst mache ich da auch nochmal einen Aufruf und dann schauen wir mal auf das Projekt. Bin ich auch echt gespannt, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und auch da wird es wieder verschiedene Qualitäten geben, die ich auch selber auch noch austesten möchte. Und ja, schauen wir mal. Ich denke, oh, das Wichtigste fast vergessen. Meine Güte, oh, Schusselheimer, ne? Ja, so, aber jetzt sind wir soweit durch. Genau, und ich war richtig schnell. Eine halbe Stunde, Leute, das habe ich noch nie geschafft. Und ich habe euch voll, eigentlich habe ich euch voll viel gezeigt, oder? Ich meine, die Stunde würde ich jetzt trotzdem voll kriegen, indem ich euch voll laber. Ihr kennt es ja, ne? Aber naja. Und ich muss mich schämen, ich habe immer noch nicht alle Kommentare beantwortet. Oh Gott. Also alle, die noch offen sind. Da sind jetzt, glaube ich, Kommentare schon seit 2 Monaten drin, wo ich denke, die muss ich noch beantworten. Entweder vergesse ich das und wenn ich dran denke, dann habe ich wieder keine Zeit und ach, ich muss das jetzt unbedingt machen. Vielleicht setze ich mich da gleich mal ran und mache das endlich mal, damit ich das nicht weiter vergesse. Ach, ich bin da, was das angeht, bin ich total unzuverlässig und es tut mir unheimlich leid. Aber ich bin irgendwie, ich habe so einen Kopfchaos. Ich kriege das selber immer überhaupt nicht geregelt. Ich muss mir hier auch ständig aufschreiben, was ich machen muss. Ich habe hier so einen Kalender und da habe ich hier, schreibe ich meine To-Dos drauf. Selbst so ganz einfache Sachen wie Wäsche waschen, Katzenklo, Geschirrspüler ausräumen. Ich muss mir das aufschreiben, weil ich vergesse das sonst. Also das ist total krass. Na, wenn ich hier arbeite, ich muss mir auch einen Wecker stellen mit der Uhrzeit, wann ich mich fertig machen muss und die Kinder abholen, weil sonst bin ich so im Flow drin und vergesse die Zeit. Na, ich habe das schon mal gehabt, dass ich den Wecker nicht gestellt habe und dann hatte ich nur noch 20 Minuten Zeit und musste bei der Tagesmutter sagen, ich so, oh, da habe ich aber Hakengas gegeben. Also ich bin dann wirklich so komplett mit Scheuklappen auf und dann bin ich da komplett drinne und dann vergesse ich um mich herum auch alles. Ich vergesse dann auch Essen und Trinken ganz oft. Also das ist halt, das ist nicht gut. Ne? Deswegen schreibe ich mir hier mal alles auf, was ich machen muss. Ich muss das abhaken, damit ich eine Struktur in meinem Kopf habe. Und da, so, ja, wie ich, jetzt ist der Akku ausgegangen. Ne? Während des Redeflusses wieder, wie immer. Wie immer, irgendwas ist immer. Genau, also wie gesagt, also das, ich habe einfach totales Kopfchaos immer und das ist eine Vollkatastrophe. Also ich bin wirklich auch eine organisatorische Vollkatastrophe. Manchmal frage ich mich, ob ich allein überleben kann. Ne? Also das ist ein Wunder. Aber naja, irgendwie geht es immer. Ne? Irgendwie wurschtelt man sich immer irgendwie durch. Und irgendwie kriege ich doch manche Sachen irgendwie zustande. Aber ja, also von daher, ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ne? Also ich weiß, manche Leute, die sind dann da auch vielleicht, nehmen das dann persönlich oder sind dann vielleicht auch traurig und ich hoffe, dass ihr das nicht seid, weil nichts davon ist in irgendeiner Weise irgendwie persönlich gemeint. Und die Kommentare sind mir alle wichtig. Ich lese sie unheimlich gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jedes Like. Das unterstützt mich. Ich freue mich, weil ihr euch die Zeit für mich dann auch nehmt. Nur umgekehrt ist es eben so, dass ich dann ja viel mehr Kommentare auch zum Beantworten habe. Und das nimmt dann einfach auch mehr Zeit in Anspruch, die ich oft einfach nicht habe. Trotzdem freue ich mich wirklich über jeden Kommentar. Und hoffe, ihr wisst das und seid mir nicht böse, wenn ich dann mal nicht antworte, wenn ich nur herzel. Wenn das Herz einfach auf sich warten lässt, weil ich den Kommentar noch nicht gesehen habe oder weil ich wirklich einfach antworten möchte und das einfach auch manchmal über Monate manchmal nicht schaffe. Es kann tatsächlich passieren. Ich habe auch schon mal auf eine WhatsApp erst nach irgendwie 6 Monaten geantwortet, weil da kam eine Nachricht und dann habe ich das im Push-Up gesehen und habe gesagt, oh, muss ich nachher antworten. Und dann kam aber ganz, bin ich danach nicht mehr dazu gekommen. Dann kamen ganz viele andere Nachrichten und dann ist ja diese Nachricht nach unten gerutscht im Chat. So. Und wurde mir nicht mehr angezeigt. Und dann habe ich es vergessen. Und irgendwann, wenn man dann mal so seine Chatverläufe durchguckt, na, und guckt, was halt vielleicht weg kann, was archiviert werden kann, dann findet man den wieder und denkt so, oh, vor 6 Monaten, oh Mann. Ja. Ist doof. Aber. So ist das, ne? Leider. Also ich hoffe ja, dass in meinem Leben irgendwann nochmal wieder ein bisschen Ruhe einkehren wird. Vielleicht, wenn die Kinder groß sind. Wenn sie aus dem Haus sind, dann komme ich vielleicht irgendwann in diese Entspannungsphase. Und wir werden sehen. Ich hoffe es. Oh, jetzt wird immer langsam warm hier. So, jetzt aber. Das lange Abschlusswort nimmt jetzt auch ein Ende. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, Restwoche. Heute ist Donnerstag übrigens. Ich muss mal gucken, ob der Podcast heute online geht. Ansonsten morgen. Wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Ich bin mal gespannt, wer noch. Ich werde am Samstag beim Sommerfest sein von Anne von Strick mit Kick. Es sei denn, ein Kind wird so krank, dass ich nicht weg kann. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Sind alle gesund. Und genau, vielleicht trifft man da den einen oder anderen. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. So. Jetzt ist mir nämlich noch was eingefallen. Jetzt habe ich hier schon alles abgebaut, alles weggeräumt. Und dann fiel mir ein,
was ganz Wichtiges, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte, was mich auch wirklich so ein bisschen zu Tränen gerührt hat. Deswegen tut es mir unheimlich leid, dass ich das jetzt im Podcast so gar nicht mit erwähnt habe, weil der Podcast einfach wieder völlig unvorbereitet war. Einfach wieder, ich mache das immer so ganz spontan, denke, oh, heute kannst du aufnehmen, jetzt hast du Zeit, dann suche ich mal alles zusammen. Und das ist immer so völlig ohne Plan. Ich bin halt völlig planlos, ne? Ihr wisst es. Aber mich hat vor, das war während unseres Urlaubs, da habe ich bei unserem Briefkasten eine Karte gefunden, so von wegen DHL. Und denkst so, hä, aus Österreich? Ich so, hä? Also ich kenne nur Eva von Nordstrick in Österreich, aber mit der habe ich gerade keine Kooperation am Laufen. Also da warte ich eigentlich nichts und da war nichts abgesprochen. Ich dachte, was ist denn das? Und so, na, dann habe ich einen Lachs beim Nachbarn, weil wir waren ja noch im Urlaub und kamen dann wieder. Und dann hole ich das Paket und das war von einer lieben Maria. Und den ganzen Namen sage ich natürlich nicht so, aber wenn du den Podcast jetzt guckst, möchte ich, dass du weißt, dass ich mich super darüber gefreut habe. Ich habe einen super lieben Brief bekommen, der einfach so lieb war. Der war wirklich einfach so, so lieb und hat mir auch so gut getan, weil ich einfach in dem Moment so kaputt war. Diese ganzen 6 Wochen in den Ferien und das, die ganze Krankheitsphase hat einfach so gezerrt. Es war einfach anstrengend, ich war kraftlos, ich war deprimiert, ich war verzweifelt, weil irgendwie alle sind mir so die Wände hochgegangen, alle wollten immer was von mir und haben so an mir gezerrt und an mir geklebt, ich habe keine Luft bekommen. Man macht das als Mama alles, aber es war einfach unheimlich anstrengend. Und dann kommt dieses Paket und dieser liebe Brief und dieser liebe Brief, also da ist mir auch wirklich so eine Träne runtergekullert, weil es einfach so lieb war, was da drin stand. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken, für diese super lieben Worte. Und das hat mich so aufgebaut in dem Moment und so bestärkt und hat einfach mich auch nochmal daran bestärkt, dass das gut ist, was ich mache. Und dass euch das auch vielleicht ein Mehrwert für euch ist, was ich hier mache. Und ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und dann hat sie mir noch was ganz Tolles reingepackt. Einmal eine Projekttasche, die sie selber genäht hat. Mit diesen, so. Vorne auch so dieses, und da sind so Wollhühner drauf. Die habt, diesen Stoff habt ihr vielleicht schon gesehen bei den Wollhühnern. So das Aargauer Strickliesel und Voluminal und sowas. Die haben das ja auch alle gezeigt. Allerdings, weil der Stoff von Butinette ist und den hatte ja die Susanne da irgendwie ganz viel gekauft und genäht, aber das ist der gleiche Stoff, deswegen kennt ihr den vielleicht schon. Aber die Maria hat damit nichts zu tun, denke ich. Also die hat das so von sich aus, sie hatte diesen Stoff da und hat das dann genäht und da habe ich mich so drüber gefreut. Und die ist so sauber verarbeitet, die hat hier sogar auch einen Boden, ne, sodass man die hinstellen kann. Und die ist in, achso, so, ne, das kommt nochmal raus, dann kann man das so zusammenziehen, was natürlich auch mal cool ist. Und dann innen hat sie so diese Herzchen und richtig geil. Also da habe ich ja immer, da ziehe ich den Hut vor. Also ich habe ja selber jahrelang genäht, aber so bei Reißverschluss war ich dann ja immer raus. Ne? Aber ich habe zwar welche genäht, aber die sind nie so sauber geworden. Und hier ist eine Reißverschlusstasche drin. Und das ist so sauber verarbeitet. Ich bin super beeindruckt, wie toll das genäht ist. Also wirklich richtig, richtig toll. Und das ist noch nicht alles dazu. Oh, Entschuldigung. Dazu gab es dann noch so eine kleine Tasche. So. Und auch die hat einen Boden, richtig cool. Also da passt gut was rein. Die kann man sich hier irgendwo festmachen. Und auch die hat einen Reißverschluss. Innen ist die so rot, also so für Schere, Maschenmarkierer und so, also so für Krimskrams. Und auch das ist ja so ein Handarbeitsstoff, ne? Ich dachte erst, das sind UFOs. Ich habe erst gedacht, da sind so kleine UFOs drauf, aber das sind keine UFOs, das sind Nadelkissen. Also richtig, richtig cool. Ja, das zusammen halt, hat sie mir reingepackt. Und ja, weiß ich gar nicht, womit ich das verdient habe, ehrlich. Also ganz, ganz lieben Dank, liebe Marie. Und ja, sie hat mir keine E-Mail-Adresse dagelassen, sonst hätte ich die persönlich geschrieben nochmal. Aber deswegen mache ich das jetzt hier im Podcast, weil ich nicht wusste, wie ich dich sonst erreichen kann. Und ja, möchte mich ganz, ganz herzlich für diesen super lieben Brief, für diese super schöne Tasche bedanken. Und ja, muss jetzt ausmachen, sonst fange ich gleich an zu heulen wieder. Ich vielen, vielen Dank und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Und dir, ganz dir, lieben Dank dir, Maria, auf jeden Fall.